Da sind wir quasi schon mal einmal im Kreis gelaufen. Zumindest so fast. Ich glaube, da steht kein Tipp bei dem Sandwich. Aber er hatte ja beschrieben, wo er lang gelaufen ist, als er das Sandwich verloren hat. Oh, sorry. Leichter Anflug von Müdigkeit. Es muss ja irgendwo da bei diesen Phönixfällen sein. Und dem Tempel. So hat man das zumindest rausgelesen. Aber da können wir gerne gleich sonst nochmal gucken. Ich würde auch, glaube ich, gleich Richtung die Luisa wandern, damit sie ihre Insekten bekommt. Dann zu Sifu gehen. Ja, und vielleicht dann nochmal der Sandwich-Sache nachgehen. Mal gucken, weil es doch schon wieder relativ spät und ich merke einfach auch, dass meine Stimme, mein Hals ist wird doofer. Es wäre dann auch sinnvoll, bald zum Schluss zu kommen. Der Gesundheit wegen. Ich glaube, Palium kriegen wir hier heute nicht mehr. Not today. Ein bisschen Seide habe ich bekommen und das ist auch super, weil da brauche ich auch unglaublich viel von. Freue ich mich also drüber. Gerade auch dieses Ermittlerbett. Weil das scheint die Quest ja jetzt weiterzugehen. Ach so, genau. Manchmal, wenn der Tag, gehen diese Quests hier auch nicht weiter, weil das noch in Entwicklung ist. Da steht man dann an irgendeinem Punkt fest und dann muss man halt aufs nächste Update oder so warten und dann oder halt du musst irgendein Level noch erreichen. Oh, Entschuldigung, bevor die Quest dann weitergeht. Ich hab Bock aufgehabt hier. Also wenn man mal irgendwo nicht weiterkommt, kann es sein, dass man einfach mal ein, zwei Wochen warten muss und dann geht's wieder voran. Tja, hier ist echt. Da! Palium gefunden! Juhu! Palium! Zack! Wo sind wir denn? Bei Udaris Haus. Dann wollen wir das mal schreiben. Palium. Mia Udaris Haus. Mal schauen, ob jemand kommt. Ja, ich bringe dem auch sein gammeliges Sandwich zurück. So, die Leute sind on the way. Ups. Ist das eigentlich der einzige Bubble hier, oder?
Warten noch auf die anderen. Wo ist sie hin? Die wollte wohl nicht. Es. Oh. Die wollte nicht. Sind noch welche. Aber die sehen das nicht. Ah, da kommen ja noch ein paar. Guck mal schön. So, hier haben alle schon. Oha, oha. Jetzt werden sie aber viele hier. Ah, jetzt ist kaputt. Hoffentlich hat jeder noch was bekommen. Mein Inventar ist voll. Wunderbar. Hallo, Crispy. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Ja, bitte, bitte. Wir haben gerne gewartet. Wir haben gerne gewartet. So, und ich muss nach Hause meine Taschen leeren. Zu Hause ist... da irgendwo lang. Kaum gibt es Palium, komm. Schade, warum ist noch mehr? Kommen die Leute. Ja, das ist halt, ne? Wirklich ein seltenes Material. Und ist schon ganz cool, wenn man da so ein bisschen aufeinander wartet. Damit so viele wie möglich da was von abbekommen. Oh, guck mal, die haut da einfach drauf. Au, Zusammenschürfstellen ab. Sehr cool. Ja, die hat nichts mehr bekommen hier. Jetzt tauchen die ganzen Dinger nämlich auf. Oh Mann, jetzt wo ich hier rausfülle und meine Tasche voll ist, ne? Brech ab. Brech ab. Ja, mir geht's so lala. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich bin eigentlich schon wieder auf dem Weg der Besserung. Gestern ging es mir echt kacke. Ich habe einen Tag nur auf dem Sofa verbracht. Heute... sind zumindest die Kopfschmerzen weitestgehend weg und ich krieg wieder Luft. Aber Husten ist noch ein bisschen doof. Aber naja, was soll's. Das sei nicht umbringend und so, ne? Ja, danke, danke. Kann nur besser werden. Hast du schon den Magi-Markt gefeiert, Crispy? Oder ist bei dir Palia gerade nicht mehr so? Eine deftige Hühnerbrühe hat noch jedem geholfen. Ja, das stimmt. Oder ganz viel Tee. Ich habe gestern 3 Kannen Tee gesoffen. Erstmal nach Hause, meine Taschen leer räumen. Wo wohne ich denn nochmal? Hilfe! Da muss ich hin. Da wohne ich. Also, wie alle hier. Ich habe mal reingeschaut, sagen wir so. Bin ein wenig in Palworld versumpft. Ah!
Okay, hat's dich also erwischt. Das Palworld-Fieber. Ja, es sind ja gerade so einige Hype-Sachen, ne? Palworld. Ah, ich kann es gar nicht aussprechen. Palworld, meine Güte. Enshrouded. Ich habe ja in Enshrouded reingeguckt. Finde ich auch sehr geil. Aber ich habe aktuell gar nicht so viel Zeit zum Daddeln. Hab bald Prüfung und. Ja. Da geht gerade meine ganze Energie rein. So, wir sind zu Hause. Wir machen unsere Taschen leer und dann gehen wir zu Sifu und Eloisa. Ich weiß nicht, also Palworld reizt mich irgendwie gar nicht. Ah, ich muss aufpassen, ich brauche die Insekten gleich. Genau, die und die muss ich behalten. Die und die muss ich behalten. Ich meine, also ich habe ja. Oh, Taschen sind voll. Ja, ich habe halt mir auch schon das ein oder andere Let's Play dazu angeguckt. Irgendwie. Ich bin unsicher, ob mich das wirklich langfristig abholen wird. Das ist so. Ja. Oh, ich glaube, meine ersten Chilis sind fertig. Ja, cool. Paprika. Nicht Chilis, ich sage immer Paprika. Freut mich, dass du da Spaß dran hast. Das ist ja die Hauptsache. Das ist ja die Hauptsache. Ich meine, ich habe ja total gerne Pokémon gespielt früher. Und wir haben auch total lange und intensiv Ark gespielt. Deswegen könnte man schon denken, dass Palworld voll so unser Ding ist, aber. Naja, wie gesagt, also doch ist der Funke nicht übergesprungen, dass ich sage, ich will da jetzt unbedingt reingucken. Und dann halt dazu noch der Zeitmangel und ja, ich hänge halt immer noch. Ich hänge in Conan, ich hänge in Palia, ich hänge in Sea of Thieves, ich hänge in Hogwarts Legacy und Enshrouded, also irgendwie ist da gerade keine Kapazität mehr. Hilfe. Gaming Burnout. So, jetzt haben wir noch ein paar Plätze frei hier, wa? Wollen wir die nochmal füllen? Haben wir da noch irgendwas Schönes? Genau, wir wollten ja noch hier Pak Choi und unsere neuen Gemüsesorten einsetzen. So, wo haben wir denn noch ein Plätzchen? Da. Salat hier, Salat da, Salat überall. Und haben wir noch mehr Platz? Oh, ich habe keinen Überblick mehr über mein Gemüsegelump hier. So, das war's, ne? Alle Plätze voll. Dann wollen wir die nochmal gießen. Da ist noch was. Halt! Da kann ich noch einen reinsetzen. Schade, ich noch gesehen. Irgendwann kommt der Moment, ja, das kann sein. Das kann sein, dass ich das dann irgendwann probiere. Aktuell geht das nicht. So, immer noch alles voll, ne? Immer noch so sehr versuchen zu stapeln, wenn nichts mehr reingeht. Dann geht da nichts mehr rein. Verdammt. Auch mehr Platz. Und ich muss wieder was essen. Ich muss wieder was essen. Guck mal, ich kann Essen rausholen. Ich kann Essen rausholen. Ich habe nicht mehr so viel zu essen. Ich muss kochen. Oh Mann! Ich hasse Kochen. Dieser ewige Teufelskreis. Wenn wir uns jetzt hier mal coole Suppe. Und jetzt Abfahrt. Bringen wir das Zeug weg.
Dann müssen wir gleich nochmal schauen, was das mit seinem Sandwich auf sich hat. Vielleicht sehen wir doch nochmal in der Questbeschreibung einen Hinweis. Oder auf der Karte nochmal irgendeinen Marker. So, guck mal. Die Luisa ist hier. Any new theories? Ui, die sind ja fantastisch. Die Exemplare, die ich finden konnte, waren weniger faszinierend. Dürfte ich die eine Weile behalten und ein paar Experimente durchführen? Ja, halt mich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Oh. Natürlich, unser Club des Übernatürlichen hält jetzt zusammen. Komme, was wolle. Bei etwaigen okkulenten Phänomenen werde ich dich informieren, sobald sie auftreten. Keep your eyes open. Erst wenn sie sich eine Galeone leisten kann. Ach, wenn der dann 5 Jahren dann, oder was? Irgendwann habe ich ein Schiff. Noch so, wenn Enshrouded ist jetzt auch so ein Beispiel, ne? Das ist, ja, wann ist das rausgekommen? 26. Januar oder so? Auf jeden Fall ja noch nicht so lange her. Und ich habe jetzt schon, also gefühlt ist es ja noch nicht lang, jetzt schon lese ich von Leuten, die im Endgame sind. Und ich denke so, geil, ich habe noch nicht mal das Startgebiet verlassen. So there I was. So, du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Ich wollte gerade die Geschichte erzählen, wie ich eigenhändig einen Schattwrack erschlagen habe. So, wie erzählen Sifu jetzt von der Umfrage? Oh Mann, wenn das so ist, dann habe ich hier das perfekte Buch. Action, Romantik, Gewalt, ein exotischer Schauplatz und der Schreibstil ist erste Sahne. Und die Geschichte ist voller Leidenschaft und Charakter. Was habe ich falsch gemacht? Vielleicht solltest du dich auf die Beziehung zwischen den Charakteren und Kräusel. Vielleicht solltest du dich auf die Beziehung zwischen den Charakteren konzentrieren. Oh. Du willst wissen, wie ich und Tailin uns kennengelernt haben? Nun, das wäre ein bisschen zu schmutzig für die örtliche Bibliothek. Ach, du meinst so emotional. Schon verstanden. Ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Ich werde es etwas überarbeiten und dann mal schauen. Sifu, ey, ich mag die. Ah. Ich mache mich später auf zum Machi-Markt. Ich dachte, ich würde dort abhängen, anstatt wie üblich im Gasthaus. Wenn du noch nichts vorhast, hinzugehen, solltest. Wenn du noch nicht vorhast, hinzugehen, solltest du es in Betracht ziehen. Solche Events gibt es schließlich nicht jeden Tag. Now go out Ja, and das crush your stimmt. enemies. Gucken, ob wir noch dieses Drachenkuscheltier zusammenkriegen, ne? Es ist ja auch schon wieder Nacht. Wir könnten eigentlich noch mal eine Runde auf dem Magimarkt drehen, oder? Wo ist denn hier dieses. Hier gibt es doch so ein Teleportier. Dingsens, Bumsens, Gedönse. Da vorne. Da vorne. Geh nach Hause. Schade. Kann ich nicht direkt zum Magimarkt? Das ist ja blöd. Muss ich da jetzt hindackeln, ja? Muss ich wohl tun. Dann nehmen wir die Beine in der Hand. Auf geht's. Einmal noch Magimarkt und dann. Das ist aber Schluss für heute. Gucken. Ich wollte morgen eigentlich wieder los. Also muss ich noch mal ordentlich schlafen. Ich noch mal voll dopen. Eine Runde Prüfungssimulation in der Schule. Lauf schneller. Ja, geht nicht. Ich gehe schon. Lauf so schnell ich kann. Vielleicht komme ich zu spät. Mal so ein paar Schappers, die kriegen wir noch, ne? Okay, es läuft kein Timer. Das heißt, wir haben das Schöpperfang-Event noch nicht verpasst. Dann laufen wir jetzt aber hier links um.
Weil da haben wir uns vorhin nicht mehr so umgucken können, ne? Oh Mann. So, die Leila. Ach genau, da konnten wir ja hier diese Köstlichkeiten kaufen. Doch, das haben wir gemacht. Oh nein, Mama hat eine Aufgabe. Brauchst du irgendwas? Weißt du, wie man ein Teleskop herstellt? Achso, das ist jetzt die andere Quiz. Ist das so eine Art Quizfrage? Nein, ich bin nur neugierig. Oh, für eine Sekunde habe ich mir echt Sorgen gemacht. Wenn das so ist, zeige ich dir meine Baupläne. Also gut, alles, was man braucht, ist Holz, ein bisschen Silber und etwas Glas für die Linse. Okay, das kriege ich zusammen. Okay, bye, tschüss. So, wo waren wir denn vorhin? Hier waren wir noch nicht. Du nimmst einen Black Angus Burger mit Fries. Alter Falter. So, hier kommen wir. Reslumpia. Knusprige Brötchen gefüllt mit Hackfleisch und Gemüse. Nudelrollen. Bang Chung. Salziges Hotpot zum Mitnehmen. Pikantes Hotpot zum Mitnehmen. Frühlingszwiebel, Ingwer, Sojasauce. Guck mal, es gibt Rezepte. Gedämpfter Fisch. Gebratene Teigtaschen. Pilzteigtaschen. Scharf gebratener Reis. Reiskuchensuppe. Gebratener Reis mit Kimchi. Gefüllte Kohlroulade. Oh, geil. Ich könnte Kohlroulade machen. Naja. Das ist mir aber alles zu teuer, tatsächlich. Ich möchte ja gerne das Geld für was anderes ausgeben. Wollen wir nochmal hier dieses Hot-Pot-Spiel spielen? Ja, 3 von 4 Plätze. Machen wir einfach nochmal. Oh, diesmal habe ich aber richtig bunt gemischte Karten hier. Okay. Oh shit, das habe ich nicht aufgepasst. Ah ja, guck mal hier. Wir brauchen grün, rot oder orange. Grün, rot oder orange. Glaube ich. Das war jetzt doof, ne? Okay, wenn ich die verworfen habe, kriege ich beim nächsten Mal eine neue und die könnte eventuell passen. Habe ich das richtig verstanden? Kein Plan, ob ich das hier richtig mache, ne? So, hier haben wir 3. Und bräuchten wir... Guck mal, das bräuchten wir theoretisch, ne? Das bräuchten wir theoretisch. Weil die müssen ja nebeneinander sein, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und den müsste ich dann gleich hier haben und dann müsste ich nochmal einen grünen hier hin haben. Hätte der Schrimp nicht gepasst. Welcher Schrimp jetzt? Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nicht so ganz gerafft, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass ich halt immer irgendwie so die Farben oder
dieselben Sorten? I don't know. Bin ich noch ein bisschen planlos. Ich könnte mir jetzt auch diese beiden Sachen, die beiden Pilze holen, ne? Dann hätte ich hier so ein Dreier-Pilz-Ding. Maybe. Wir warten, bis der fertig ist. Ah, was passiert jetzt? Hat sich aufgehangen. Das Spiel kaputt, oder? Komm schon, was ist hier los? Timer ist abgelaufen, das geht nicht weiter. Vielleicht noch ein bisschen buggy hier. Das vorhin auch einmal gehabt auf der Switch, da habe ich dieses Schapperrennen gespielt. Am Ende, als dieses Fenster aufging, wo stand, wie viel man gekriegt hat. Winfried hat sich aufgehangen, ne? Ja, ich glaube auch. Mist, jetzt geht hier gar nichts mehr. Spiel verlassen. Nein. Oh, Verbindung nicht möglich. Das Spiel hat... Da war tatsächlich irgendwas los gerade. Gehen wir nochmal rein. Gucken, ob wir jetzt wieder im Magimarkt landen. Okay. Schade. Aber hey, guck mal! Und hier haben wir jetzt die Schappers. Hallo, mein kleiner Freund. Der ist mir so in den Arm gelaufen. Machen wir das immerhin nochmal mit. Ich war zu gut, die haben mich ausgeworfen. Ich bezweifle das doch stark. Das bezweifle ich stark. Weil die eine hatte ja auch im Chat geschrieben schon, dass sie irgendwelche Probleme mit ihrem Laptop hat. Vielleicht hängt das da auch irgendwie zusammen. Man weiß es nicht. Oder das Event ist halt einfach wirklich noch so ein bisschen buggy, ne? Weil es sind ja wirklich so viele Spieler mittlerweile und das alles hier irgendwie so zu time und... Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Aber man darf sich oder kann sich halt auch nicht beklagen. Das ist theoretisch ein gratis Spiel und es passiert so viel hier und da kann man sowas mal verzeihen. Beziehungsweise drüber hinwegsehen, ne? Da hinten rennt doch noch was rum hier. Komm her, mein kleiner Freund. Nicht. Kommt her, Alter. Wie viele Schappers wollen hier sein? 10 bitte, ja. Boah. Guckt euch das an, das ist ja ein richtiges Paradies. Ich will die alle knuddeln und den Arm nehmen. Alle. Kommt her hier. Ihr süßen kleinen Fregels. Das ist so ein dusseliges Rumgerennen, ne? Aber es macht mir einfach echt Spaß. Echt cool. Fang die kleinen Schappers, fang. Guck mal, schon 50 Stück wurden insgesamt geholt. Richtig gut. Okay, noch ein paar Sekunden. Kriege ich auch noch eins ab hier? Ja. Ich weiß gar nicht, ob es so den Einschafferstall gibt. Zum Abgeben, aber ich glaube schon. Ich habe ja noch keinen anderen gesehen.
Aber gut ist es halt immer, wenn man die gleiche vorne fängt, dann hat man nicht so einen weiten Weg zum Stall. Da kannst du halt schnell fang zurück. Musst aber halt Glück haben, dass die hier gerade aufploppen. Gerade leider nicht so. Das ist schon etwas bessere Runden. 19 Stück nur. Ja, das war nicht so gut. Aber ey, oh, guck mal, ich war Platz 1. Hab 19 Stück gesammelt. Cool. Sehr schön. Hat Spaß gemacht. So. Was jetzt? Ich hab noch nicht herausgefunden, wie ich wieder zu so einem neuen Wunschband komme. Shane. Life is all about Im Dorf Kelima ist jeder willkommen. Feel free to return anytime. Aber ich. Also einer. I feel much oneness today. Ich kann dir. Doch. Ich habe nach einem besonders geistreichen Spiegelkarpfen gesucht. So, nee, ich kann dir kein Geschenk geben. Schade, ich dachte, ich werde noch so ein Stab los. Ich muss halt rausfinden. Bitte, fliegen da so Dinger um ihn rum? Interessant. Time's money. Ich muss rausfinden, wo ich diese Glücksbänder herbekomme. Hier nicht. Ja. Kenyatta hat ein neues Outfit. Hast du in letzter Zeit viele interessante Gerüchte gehört? Nein, habe ich nicht. Das war tons of fun. Für den Laden. Hier gibt's Kissen. Diese Sache. Tja. Kann ich an diesem Wunschding nicht weiter teilnehmen ohne Band. So, was. Ach genau, hier hatten wir noch die Rezepte. One-Pot-Spiele. Was gibt's sonst noch so? Die Musik. Da hatten wir auch schon geguckt, was man hier so kaufen kann. Feuerwerk. Lampen. Da besteht jetzt gerade kein Interesse. Was ist denn da ganz oben? Da geht es hier noch hoch. Vielleicht ist da noch irgendwas los. Da, ganz oben. Wo die Zeit gleich abgelaufen ist. Okay, hier steht Orni rum. Bestellt und nicht abgeholt. Howdy. Nee, da ist auch nichts weiter sonst. Okay. Haben wir den Machi-Markt doch, glaube ich, erforscht. Achso, vielleicht noch zur Info. Ich bin ja, genau, heute schon einmal mit der Switch hier drin gewesen. Es gab hier auch so ein paar Kisten tatsächlich zu suchen. Habe ich gefunden. Alle waren, weiß ich nicht. Wenn ihr da Interesse habt, gibt es aber auf jeden Fall im Internet ein paar Bilder schon, wo die dann markiert sind, dass man alle Kisten finden kann. Ich müsste auch mal abgleichen, ob ich alle gefunden habe oder nicht. Dann würde ich mich jetzt eigentlich schon Richtung nach Hause bewegen. Ich will noch einmal gucken. Candy hat sein Sandwich verloren und braucht deine Hilfe, um es zu finden. Alice ist irgendwo im Schatten, in der Nähe von Blumen und einem Wasserfall. Tja. Das wir müssten theoretisch alle Wasserfälle suchen. Gucken, ob da irgendwo ein Schatten ist und Blumen. Halt alles hier in diesem Gebiet. I think so. Blumen, Schatten und Wasserfälle. Oh. Das könnte gefühlt überall sein. Aber ich meine halt, dass er auch erzählt hatte, dass er
da hinten aus Richtung Phönix Schrein kam und dann. Ich glaube schon, dass es halt irgendwo ein Wasserfall ist, der hier in der Nähe war. Die Frage, ne? Sind Blumen sowas hier auf der Wiese oder sind Blumen Lilien oder so, die irgendwo wachsen? Ich finde diese Quest sehr, sehr, sehr schwammig tatsächlich. Wahrscheinlich werden wir irgendwann ganz spontan drauf stoßen. Ach, irgendwo im Schatten. Hier ist ein Wasserfall, hier sind Blumen. Ich glaube nicht, dass Ken Lee hier irgendwie auf diesen Tümpeln rum, auf diesen Felsvorsprüngen rumlaufen wird. Das würde mich sehr, sehr wundern. Ich hätte halt schon echt gedacht, dass es irgendwo hier ist, weil hier ist es sehr blumig, hier ist es sehr voll mit Wasserfällen. Hier ist Schatten ohne Ende durch die Bäume. Ich habe hier schon mal alles abgesucht und ich habe hier kein Sandwich gefunden. That's it. Keins gefunden. Könnten wir hier nochmal gucken. Rindern. Warte mal. Nebliger Majiri-Friesenboden. Schatztruhe. Kilima-Verstecke. Karte des Dorfs Kilima. Warum habe ich das denn jetzt hier auf einmal gefunden? Bin verwirrt. Ich muss kommunizieren. Ich kann nicht kommunizieren. Gut. Okay. Das Spiel will nicht, dass ich kommuniziere mit jetzt. Opfergabe an den Drachen. Maximaler Fokus auf 550 erhöht. Sehr gut. Geht da noch mehr? Da geht noch mehr. Oh, wie wir funkeln. Ich glaube, das war's. Und es geht noch mehr. 600. Zu wenig ansehen. Okay. Da geht's also auch weiter voran. Hier irgendwo ein Sandwich. Auch nicht. Ich konnte da nicht Minus-Standard ansehen. Ja, das 100 Ansehen wurde abgezogen. Das ist ja diese Währung, die ich hier habe. Und mein Fokus wurde hier auf 6, also ist jetzt bis 600 mittlerweile erhöht. Ich weiß gar nicht, wann da Schluss ist, wie hoch das geht. Da hatte mich ja letztens der Crispy darauf aufmerksam gemacht, dass ich das Ansehen weg oder aufbrauchen soll, weil bei 1000 hatte er 1000 und mehr konnte man nicht sammeln und deswegen muss man das unbedingt entweder bei dem Schrein hier, achso, jetzt bin ich auf der falschen Karte, oder halt bei diesem anderen Phönix kann man auch beten, damit man den Fokus oder die Prozente dann halt erhöht. Das ist wohl ziemlich wichtig. Oh, so liebe Leute. Ich muss jetzt zum Ende kommen. Ich merke einfach, dass, ja, ich muss ins Bett. Definitiv. So, Inventar ist voll. Deswegen würde ich mich für heute verabschieden. Sage wieder vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ja, hoffe, dass es nächste Woche klappt. Wie gesagt, bis zu meiner Prüfung momentan läuft alles noch kuddelmuddelig. Ich kann nicht versprechen, dass ich mich an meine Streampläne halte.
jetzt gerade wirklich ein bisschen schwierig. Und ja, hoffe, dass es dann bald besser wird. Wir uns trotzdem dann lesen, sehen, spielen, wie auch immer. Und ja, wünsche euch einen schönen Abend, einen guten Start in die neue Woche und bis zum nächsten Mal. Adieu!